Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Planet Nomads. Version 6.11 haben wir. Ja, und wir haben so ein paar Sachen, die da gemacht haben. Da geht es zum Beispiel darum, dass die fürs Auto irgendwas gemacht haben. Wenn man, warte mal, ich habe hier ein Problem mit meiner Maus. So, jetzt geht's. Wenn man in so ein Loch da fährt, dann kann man das irgendwie mit einem Seil rausholen oder sowas. Ich weiß auch nicht genau. So weit sind wir ja noch nicht. Ja, gut. Keine Ahnung, was da noch sonst ist, aber wahrscheinlich Bugfixes gemacht und so. Also letztes Mal haben wir hier ja weitergebaut. Und springen wir mal drauf. Und dann wollten wir ja Wände machen, aber da war ja hier der 3D-Drucker im Weg. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir das weitermachen, ne? Den können wir jetzt wegmachen. Aber ich weiß nicht, dann, wenn man den bewegen, kann man den nicht wegmachen. Ja. Kann man nur kaputt machen, ne? Aber ob es das bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke, wir bauen eher hier noch eine Plattform hin, oder? Können wir hier noch so eine Bodenplatte hinmachen. Muss mal die Lampe wegnehmen da. Die machen wir weg. Und dann müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen. Das müsste auch so hingehen, oder? Mit der 2 war das, ne? Genau. Jetzt hier eine Platte hinsetzen. Das geht gerade nicht. Das geht nicht. Doch, das. Achso, wir sind nicht richtig. Schritt zurück und noch einen Schritt zurück. Und da geht's, okay. So, können wir setzen. Und da müsste auch noch einer hin, aber gucken wir erstmal hier. T müssen wir drücken und dann können wir hier die aufbauen. Es fehlen Klamotten, da fehlen Platten, Metallplatten oder so. Gucken wir mal hier in den 3D-Drucker rein. Da sind Frames. Ah ne, da oben sind sogar noch welche dran. 4 Stück. Nehmen wir die erstmal raus. Aber die sollten wir vielleicht nochmal welche machen dann. 3 Stück nach. So, dann können wir das bauen. Fertig. So, dann. Na, komm schon. Einmal hochfliegen. Machen wir das Teil weg. Und die Ecke auch. Ressourcen kriegen wir, glaube ich, wieder, oder? Dann machen wir eine Wand hier hin. Da ist ein Fenster, da ist eine Wand. Was machen wir dann? Fenster, ne? Nummer 3. Zack. Und dann Nummer 5 ist das ohne Fenster. Dann brauchen wir eine Ecke, das ist die 6. Die müssen wir drehen. Das ist eine Ecke, ne? Ja. Haben wir die auch gedreht? Nehmen wir das noch? X. Ja, dann machen wir die Achse mit rum. Das funktioniert noch nicht. Jetzt ist wieder richtig und jetzt müssen wir das Rad drehen. Okay, jetzt passt's. Noch ein Stück zurück. Passt, okay. Und dann können wir erstmal gucken, dass wir die Wand hier bauen. Das Fenster fertig. Normale Wand. Auch fertig, nur noch ein bisschen länger. So, jetzt wird es wohl fertig sein. Und dann die Ecke. Die ist auch fertig. Dann müssen wir da was wegnehmen, damit wir da die Plattform hinkriegen. Ja. Jetzt werden wir mal müde, sagt die. Und durstig sind wir auch, okay. Gucken wir mal grad rein. Trinken können wir hier. Und zum Essen brauchen wir auch was. Haben wir aber gar nicht dabei. Ist das in der. Ne, da nicht. In die Essensmaschine reingucken. Da.
Da ist was drin. Nehmen wir mal hier die Paste. Und einen davon essen. Und wir werden müde. Da machen wir erstmal noch welche von. Dann essen wir mal eins von dem Trockenfleisch. Okay. Das läuft hier. Wir brauchen mehr zu essen. Uns geht's auch nicht so gut. Essen wir mehr. Müssen wir gleich schlafen gehen. Jetzt sind wir 45. Und 49 haben wir jetzt. Unser Zustand ist nicht so doll. Nochmal 53. Noch ein. Ne? So, den letzten können wir auch noch essen. Dann haben wir wieder ein bisschen Power. Fertig. Gut. Raus da. Und ja, die Tür, die können wir auch wegmachen, aber ich glaube, wir machen erstmal hier weiter. Und ja, geht die Sonne unter, da ist ein Fenster, Wand, Ecke. Und dann machen wir da noch ein Wandteil hin mit Fenster. Nummer 3. Passt. Dann können wir die bauen? Ne, da fehlt uns eine Platte. Okay, dann müssen wir da mal eine Plattform, die geht. Aber da fehlt uns ein Basic Frame. Sollen wir das machen? Gucken wir hier rein. Ja, einen haben wir. Wir brauchen zwei dann. Machen wir noch einen. Da können wir auch noch einen machen. Dann machen wir zwei in der Warteschlange. Und hier auch noch zwei. Gut. Das soll erstmal reichen. Jetzt bauen wir nochmal die Foundation. Ach, die Rahmen fehlen, aber die haben wir noch im Drucker. Dann müssen wir da nochmal rein. Und rausnehmen. Und die Platten können wir auch nehmen. Und jetzt können wir die bauen. Und die zwei austarieren. Passt. Okay. Dann können wir das auch gleich machen. Fertig. Und dann können wir auch da weiter. Ja, die Teile haben wir alle. Fertig, ne? ja. Das muss auch weg, ne? Das klappt ja auch nicht. Machen wir weg. Genauso wie die Ecke. Die kommt auch weg. Und ja, den Ding ins 3D-Printer müssen wir auch wegmachen. Gucken wir nur rein. Nehmen die Sachen alle raus. Ja, das war's, ne? Und weg damit, oder? Gut. Dann können wir hier noch eine Plattform hinmachen. Dann bauen wir die gleich. Super, fertig. So, und dann, ja, was bauen wir wohin, ne? Hier können wir überall bauen, eine Wand auch. Können wir ein komplettes Haus machen. So, dann gehen wir wieder auf Nummer 5 mit dem Wandteil. Bauen wir dahin. Das wird die
mal 3 nehmen wir mit dem Fenster. Dann brauchen wir die Ecke auf der 6. Passt. Uns fehlen aber Rahmen. Die müssten noch hier. Ne, sind doch nicht drin. Okay, müssen wir hier bauen. 2, 3, 4, 5, 6. Lass die mal machen. Gut. Einen haben wir. Und 2. Wieder durstig und so, hungrig. Ecke machen. Und da kommt einer mit Fenster hin. 5. So, und dann brauchen wir eine Innenecke. Okay, müssen wir gucken, wo wir die kriegen. Auf B, aber es sieht so aus, als ob es das noch nicht gibt, ne? Ich sehe irgendwo was. Gibt es das überhaupt? Also hier ist nichts bei, ne? Ist ihr das hier? Könnte sein, ja. So, das können wir erst noch nicht bauen. Da müssen wir irgendwelche anderen Sachen erst machen. So ein Indoor-Light zum Beispiel. Und ja, wir müssen neue Sachen machen, um die anderen zu kriegen, ne? Nehmen wir das Innenlicht. Was haben wir hier noch? Ein Deckenlicht, okay. Ja, nehmen wir auch, oder? Das kann weg. So weiß ich, wie es weggeht. Okay, machen wir darüber jetzt. Dann passt das. Und dann haben wir noch ein Dachteil. Das ist das. Ach so, das war auf 8 schon. Okay, alles klar. Gut, dann raus aus dem Menü. Was muss ich drücken? Okay, da haben wir es. Dann müssen wir die Nummer 8 haben, um das Dachteil zu bauen. Da muss es hin, ne? Tiefer geht's nicht. Muss also oben hin. Und dahin, um dass es zu ist. Ja, sieht so aus, ne? Ein bisschen vor. Gut. Und wir haben keine Rahmen. Können wir das fertig machen? Sieht so aus. Fertig. Dann sollten wir jetzt das Licht dran. Ne, geht nicht. Dann brauchen wir Rahmen. Die gibt es hier. Und dann müssen wir welche machen. Da sind auf jeden Fall 3. Und oh, wir haben nicht genug Eisen. Okay. Nummer 7, das Licht können wir jetzt runter. Na, passt da nicht hin, okay. Gut, dann müssen wir es woanders hin machen. Machen wir erst wieder ein Dachteil. Entschuldige. Passt. Und dann bauen wir das da erst gerade mal hin. Passt. Und dann das Licht drunter, oder? Wir sterben langsam, sagt sie jetzt. Das kann man bauen. Und jetzt fehlen uns Glaskomponenten. Die haben wir hier. Wir haben kein. Da haben wir doch noch was von dem, sag schon. Kohlenstoff, ne, Kohlenstoff, Carbon, wie heißt das? Silizium, sowas. Gut, packen wir das alle rüber. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das fertig kriegen. Die Glaskomponente haben wir noch nicht. Nochmal, da ist sie. Jetzt müssen wir mitnehmen, ne? So, jetzt geht's, oder? Jetzt können wir es fertig bauen. Und eh anmachen. Tut sie aber nichts. Ich habe keine Ahnung warum.
Aber für die Folge soll es auch erstmal reichen, denke ich. Und ja, nächste Folge machen wir die Wende weiter und suchen Ressourcen. Ja, und dann machen wir weiter hier, ne? Okay, dann sage ich mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.